So Leute, vielen Dank für euer fantastisches Feedback zur ersten Counter-Strike-Folge. Dementsprechend wird es natürlich noch mehr geben. Kann ich da durchschießen? Scheinbar nicht. Okay. Ja, ich habe viele von euch gelesen, 150 Kommentare, sehr viele auch durchaus sinnvolle Tipps dabei. Da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, auch während der Folge. Ansonsten spiele ich heute wahrscheinlich sogar mit Sonics. Das heißt, Best Case ist es hier die letzte Solo-Folge. Warum bin ich so kacke? Hier werde ich versuchen, ein bisschen was umzusetzen von dem, was ihr mir gesagt habt. Einige Sachen, wie gesagt, konnte ich noch nicht. Umsetzen, wie zum Beispiel mein Crosshair und meine Minimap. Kennt ihr übrigens den Demacia-Move? Für Demacia! Okay, das ist genauso erfolgreich wie Demacia in League of Legends. Ja, wunderbar. Einige von euch haben gesagt, ich soll weniger während des Laufens schießen. Ansonsten habe ich einen sehr guten Tipp bekommen, dass die P90 nur 300 Gold, Geld, Money gibt. Wenn man tatsächlich für die geht, also da nur 300 pro Kill, das ist natürlich ein Problem, was wir so natürlich nicht haben wollen. Ui. Generell soll ich bei Crosshair auch eher auf Kopfhörer halten, statt die ganze Zeit vor meine Füße. Das macht natürlich auch Sinn. Ah! Oh. Da war nix. Ah, ja, das war auch nix. Na gut, wenn da alle stehen, dann treffe ich natürlich auf was. Ha, schade. Naja, aber ein schönes Warm-up auf jeden Fall. Ein bisschen nach Freischnauze schießen tut mir auf jeden Fall gut. Das heißt, heute weniger P90, generell ein bisschen kontrollierter. Ich werde weniger als erster pushen, auch wenn das mir bis jetzt die 30er-Bomben beschert hat. Can we rush B? Fangen wir mal. Ansonsten hat mir jemand gesagt, dass es auf T besser ist, Kevlar und Helm zu kaufen, weil die Waffen keine One-Shot-Waffen sind, gegen Kopf allerdings schon, wenn man den Helm hat allerdings nicht. Please don't stop. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal nur zu viert. Das ist schon mal eine perfekte Ausgangslage, würde ich sagen. Und ihr könnt natürlich einen Molotow fliegen. Das habe ich jetzt öfter als Öffnung gesehen. Witzigerweise ist hier allerdings niemand. Bis hierhin. Stehen bleiben ist natürlich auch sehr tricky. Zwei Kills, wunderbar. Ich krieg trotzdem meinen Bombplant. Bin ich glücklich, ne? Unser Typ ist leider immer noch AFK. Ich wollte ja nicht mehr so viel rushen, ne? Sondern einfach warten, dass sie reinlaufen. Die finde ich ein bisschen schöner als die Glock, muss ich sagen. Ja, ein schöner Kill war dabei. Short, please, short. Ansonsten versuche ich jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Ich sollte hier auf die UMP wechseln, wurde mir gesagt. Aber die MP7 sieht irgendwie attraktiver aus, muss ich sagen. Hoffentlich gibt die 600 pro Kill. Ja, das ist wohl das Beddington-System. Ansonsten Utility soll ich mehr nutzen, aber ich weiß leider immer noch nicht genau wie. Dementsprechend werde ich das erstmal nicht tun. Allerdings nicht, weil die Tipps schlecht sind, sondern einfach, weil ich glaube, dass ich es nicht so sinnvoll machen kann. Der Molotow war wahrscheinlich von uns. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Versucht das Tempo mal zu erhöhen. Wunderbar. So weit, so gut. Auf den Joke bin ich einmal reingefallen, nicht zweimal. Wobei ich fairerweise schon gecheckt habe, ne? Ich wollte es langsamer spielen. Okay, das funktioniert. Also wenn ich tatsächlich ein bisschen mehr Geduld habe, dann laufen die Leute rein. Ich kenne halt die Waffen immer noch nicht so. Die MP7 hier,
Die scheint ein bisschen hart zu streuen, für meinen Geschmack. Hm. Nice Cheat. I gonna check mit. Ja, gehen wir mal gucken. Ich habe eine ziemlich schlechte Ausgangslage dafür, hier mit der Arbeit zu stehen, aber von denen kann ja noch keiner eine haben. 3B. Ah! Okay, so weit, so gut. Ich glaube, von hinten könnte einer kommen. Okay, wunderbar. Das funktioniert gut. Ein bisschen abwartender Spieß, die tut mir auf jeden Fall gut hier. I'm gonna check mit again. So, jetzt wurde mir gesagt, dass ich nachkaufen soll, wenn er irgendwie unter 50 ist. Ich werde mal einen Molotow mitnehmen. Vielleicht werden wir ihn tatsächlich werfen. Ich glaube, ich werde die normalen Granaten nicht mehr nehmen. Ich kann die eh nicht gut genug werfen. Die Flashes, die kann ich zumindest halbwegs einsetzen. Das ist ja schon mal was. Three B, I guess. One mid. Oh. Können die mich pushen? Könnten sie, ne? Hm. Ja, irgendwie kann ich es auch machen, dass der Radar nicht so umspringt. Das wäre schon sinnvoll. Okay, da habe ich, von der Runde habe ich nichts mitbekommen, to be honest. Ja, ich weiß nicht genau, was ich mit der Arbe machen soll. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in so einer Situation. Ich muss am Anfang mir auf jeden Fall merken, wer wohin rennt. Das ist schon mal wichtig. Um dann zu gucken, wo ich hin will. Einer von uns hat minus eins. Tobi. Wallbang muss doch hier drin sein. Hm. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, ne? Ich sollte auf jeden Fall. Ich habe auch die Bombe, die hätte ich droppen sollen. Habe ich nicht. Jetzt habe ich gepennt. Gonna plant B. Ich weiß auch noch nicht genau, wo man die Bomben hinlegen muss. Das kann mir aber garantiert so nichts erklären. Okay. Na gut, ich habe die Bombe gelegt. Ich hatte danach wieder keinen Impact. Dieser Yattel hier hat das ziemlich solo gemacht. Hm. Will ich nochmal die Bombe haben? Ne, komm, ich werde die droppen. Der hat mich auf jeden Fall eben versucht, die Arve zu facen. Ich glaube, ich habe den Hit gegeben. Ich hätte da wahrscheinlich machen können. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Damage durch den Wall durchgeht. 4B, go A. Sollte frei sein. Er rusht dafür trotzdem auf B, er kennt nichts. Kommt nur Chille. Aber dadurch sollte eigentlich keiner Cutters kommen können. Wenn er im Englisch wohl jetzt Tunnel kennt. Das war bad. Ah, das war schon wieder so ein Ding, wo ich eigentlich da warten will, aber dann, ich weiß gar nicht, vielleicht ich habe irgendwas anderes gemacht und ich habe zu lange gebraucht hier auf die, ja komm hier, nimm die mal wer anders, die kann nicht fallen gelassen werden. Na gut, das Spiel hält mich zurück.
Normalerweise gehe ich ja auch nicht auf die Ava, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt diesen langsameren Spielstil testen will, ist ganz cool. Die meisten haben übrigens gesagt, dass sie das hauptsächlich cool finden würden, wenn man die Entwicklung sieht. To be. Also wenn man quasi den Progress sieht, dann muss ich natürlich das auch ein bisschen öfter bringen. Aber ich denke, das lässt sich machen, weil ich habe ja Bock drauf. Ich glaube, ich werde Mitte durchgehen einfach. Oh, oh. Das war gar nichts. Da hätte auch eher wieder eine Flash kommen sollen von mir. Ich glaube, ich werde mich lange in die Ecke hocken. Scheiße. Ich hätte wahrscheinlich echt einfach hinten in die Ecke gehen sollen. Ja, den einen habe ich gemacht, oder habe ich mich hinter das K gestellt, aber das K scheint nicht die beste Deckung der Welt zu sein. Ah, das war wieder nicht so nice, ne? Wie gehen wir denn hier eigentlich? 5-7 hätte ich gern. Ich glaube, diese Tech-9 ist wahrscheinlich ganz gut. Jetzt haben wir drei Ares-Spieler oder was? Da war mein berühmter Lag, sorry dafür. Beziehungsweise Freeze. Ich glaube, dass da wieder einer hinterherkommt. Ach Mann. Ah, das ist so ärgerlich. Ich halte den Spot, aber irgendwie schieße ich nicht, wenn die kommen. Das war jetzt schon wieder so eine Situation. Ich nehme mir wieder die USP mit. Die kostet natürlich deutlich mehr und ist wahrscheinlich auch die bessere Waffe, aber ich glaube, für mich ist sie nicht besser. Da ich jetzt immer eine Flash dabei habe, ist auf jeden Fall gut. Wahrscheinlich hätte ich dort eine zweite Flash in den CT-Spawn schmeißen sollen. Um da eine bessere Chance zu haben. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Scar oder AWPs, oder? Nee. Ach, whatever. Only one B, go B. Ich kann mir vorstellen, dass die Short durchpushen wollen. Deswegen stelle ich mich da mal hin. Tja. Let's go away. Oh shit, das war super bad. Oh Mann. Ich glaube, wenn ich da vernünftig die Waffen durchswitche, ist das schon fein, ne? Das war nicht so gut. Da davor auf die USP zu wechseln, war, glaube ich, fein, aber da habe ich mich wieder zu viel bewegt. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so viel move. Ich warte jetzt mal wieder darauf, wie die sich bewegen. Guck danach, was ich mache. Ist bei B eine AFK. 2B. 3B. Vielleicht geht wieder einer Mitte durch. Allerdings habe ich da jetzt schon so viele Free Kills bekommen. Ich glaube, dass sie da nicht mehr so Bock drauf haben. Autsch. Komm, pick nochmal.
Scheiße. Gott sei Dank kann er nicht aimen. Ich glaube, die haben den da. Ich guck Short. Da war noch einer Short. Oh, what? Och, Mann. Really? Ich bin einfach wirklich terrible. Oh, ich glaube, ich kann da trotzdem so peak, ne? Ich meine, ich weiß ganz genau, wo er hochgeht. Ich verschieße halt einfach nur dreimal. Aber ich glaube, es war trotzdem die richtige Aktion an sich. Mal wieder ein bisschen aggressiver gehen. So, mal Jack the Bomb, please. Was ich machen will, ist quasi B, mich Cutters reinstellen und darauf warten, dass die pushen. Ich glaube, dass sie es machen, wobei sie haben jetzt auch ein paar AWPs, ne? Aber ein bisschen lauter. Ah, das ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Ich habe ihn diesmal nicht gehört. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht war es immer noch zu leise oder er ist einfach geschlichen. Aber ich war auch nicht, auf Kopfhöhe, ne? Der marschiert da durch und ich. Meine Reaction Time war einfach zu slow auch. Scheiße, ja. Das hätte eine perfekte Runde werden können. Let's smoke double doors and go short. Ich kann die Smoke garantiert nicht werfen, ne? Aber wir können es ja mal probieren. Früher hat man knapp über das Ding da geworfen. Und vielleicht ist das höher geworden. Scheiße. Ich glaube, die ist nix. Oh! Na gut. Können wir schon drüber gucken. Na gut. Alle Seiten sind geflasht, I guess. Fuck. Ha, ich weiß, dass sie kommen. Wie, oh, ist so ärgerlich. Ich bin auch echt bad mit der AK, ne? Shot. Two shot. Alter. Was du ja da mit der P90 zu nehmen, ist auch mega random. Shot. One with AVP. AVP. AVP, habe ich gesagt, glaube ich. Nee. AVP. Boah, das ist. Ah, die Bombe liegt halt short, ne? Die sind beide short. Guess just save. Wobei, wir haben so viel Geld. Ich glaube, er müsste nicht mal saven. Aber wie soll er das gegen zwei AWP spielen? Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade spielen soll. So. Wenn er einen killt, ist fein, ne? Der steht halt mit der AWP. Oh mein Gott, statt dass der einfach wegläuft, ne? Es ist so bad. Good job, man. Okay, dadurch, dass die jetzt gerade alles verloren haben, gehe ich jetzt hier wieder den Kollegen mit saven. I check mit. Und gib dann den Call, wie viele da hingehen. Ich werde hier nicht der Beste auf dem Server. Fuck. Wir sind auf B drauf, aber die Bombe ist A.
Okay, whatever. Ich habe einen Assist bekommen und sonst habe ich wieder wenig gemacht. Ja, ich glaube echt, dass für dieses Lernen quasi mehr darauf zu achten, wo das Team hingeht und langsamer aufzubauen, ist die AWP halt echt keine schlechte Waffe. Plus, ich verkacke halt mit der AK so hart. Ich glaube, das Problem ist hauptsächlich, dass ich halt immer noch mich bewege, während ich schieße. Also minimal, aber trotzdem. Ja, komm, face mich. One mit. Beim ersten Mal, ich mache es schon bad und dass ich da wieder kurz. Manchmal höre ich einfach auf einen Punkt zu gucken, weil irgendwas passiert und ich glaube, das ist terrible. Und trotzdem harter Stomp hier, ne? Aber das ist die erste Runde, wo ich nicht bester Spieler auf dem Server bin von Kills her. Ich meine, ich war schon auf weniger, dafür sterbe ich deutlich weniger. Ist die Frage, bin ich gerade besser fürs Team als vorher oder schlechter? Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Two Tunnel, care. Fuck. Oh, den habe ich nicht gemacht. Ich fucking Idiot. Weißt du, dass da zwei sind? Und ich treffe ihn nicht. Aber ich habe auch wieder meine. Also, ich habe wieder das Problem, ich stehe oft auf Spots, wo ich mit kleinen Steps nicht in der Lage bin, meine Position nochmal vernünftig zu ändern. Kann verstehen, dass er das chillt. Aber mit der AWP ist das auch wirklich nicht so einfach jetzt. Schon ein No-Scope. Sexy, ja. Ah, das war richtig wichtig. Ja, 14-1. Ich werde nicht sagen, dass wir die ziemlich wegmachen, aber wir machen die ziemlich weg. Die Pistol-Round tue ich jetzt eh solo. Achso, aber auch hier werde ich jetzt versuchen, mal nicht zu rushen, ne? Das ist ja, sind ja ganz neue Dinge hier. Vielleicht gehe ich B und gebe einfach 4 Headshots. Weil die gehen eh B. Weißt du was? Ich gehe Mitte durch, cut das unten. Short. Fuck! Ich wollte länger zielen, weil ich dachte, dann treffe ich den und dann verkacke ich so hart, scheiße. Das war der richtige Laufweg und alles. Das war einfach nur kacke gespielt. Fuck. Wir kaufen wahrscheinlich, ne? Oder? Wobei, wir sind ja halbwegs smart, ne? Wir kaufen nicht. Just rush mid into tunnel. Okay, beunruhigend. Ah, warum? Two times is a charm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich meine, ich hüpfe da halt auch ein bisschen dumm rum, ne? Ja, auch. Short. Kinda low. Was ist das denn? Ich kann... Oh, lol. Oh mein Gott, der hat jetzt einfach alle gemacht. Er hat einfach einen Ace gemacht. What the fuck? Ja, das ist... Ja.
Ich meine, das ist wieder richtig. Ah, ich wollte defensiver spielen. Oh Mann, ich würde so gerne jetzt durchrushen. Aber ich wollte es lernen. Da wird jemand eine AWP haben. Wie kommt man hier hoch? Wieder hier auf Kopfhöhe halten. Oh oh. I'm sorry, bro. Ruhiger. Da haben wir die Runde. Sorry for the flash. Ich hab die Flash allerdings gut gekillt. Geh jetzt nochmal auf die AWP. Einmal gönn ich mir jetzt hier noch. Dann face ich die Mitte, kill den. 3 Kills schaffe ich aber nicht, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Ich könnte ihn einfach messern. Gefaced und gekillt, wie geplant. Ich troll. There we go, boys. Ein ziemlich schöner Win, muss ich sagen. 22-7, weniger gestorben. Ein paar Tipps waren euch umgesetzt. Schreibt mir gerne weitere Tipps in die Kommentare. Und wir sind bald Oberstabsfeldwebel Rang 19. Ist das zu glauben? Es ist insane. Oh, habe ich? Oh, ich habe kein Upgrade. Schade. Ich dachte, ich steige hier irgendwann mal auf. Nee, ich gewinne ja nur. Hau da rein.